Heute im Interview John aka Schwarzwald John und Dennis Ratanu. Ein Blick hinter die Kulissen. Let's go. In Gambia nichts zu essen, nach Deutschland gekommen, hier im Asylheim. Also das ist nicht leicht. Hier beschwert man sich über Dinge, die im Großen und Ganzen keine echten Probleme sind. Und sowohl wie er aufgewachsen ist, als jetzt auch so mit der Verletzung, wäre das völlig legitim zu sagen, Alter, ich habe keinen Bock mehr. The German Dream halt, ja? Ich bin hergekommen als Flüchtlinger mit null, mit einer Hose, einer Unterhose und bin ich jetzt in die größte Protein Supplement in ganz Europa, muss ich sagen. Das ist so, als nur Flüchtlinger, nur das zu schaffen, das heißt in Deutschland, wenn man anständig und man was glaubt und dran arbeitet und hat, man kann erreichen, was man will. Aufgrund waren meine beide Knie ist gebrochen. Das war die schlimmste Sache, was passiert in meinem Leben. Er ist immer gut drauf, lächelt immer und ich glaube, das hilft vielen Leuten, so ihre eigenen Probleme und Schwierigkeiten und Struggle so zu relativieren und einfach mit einer positiven Einstellung durchs Leben zu gehen. Mein Leben ohne Dennis wäre Chaos. Wirklich. Er passt auf mich auf, es ist einfach. Durch Dennis, ich hab an Menschheit geglaubt. John, weißt du noch, als wir uns das erste Mal gesehen haben? Ja, in Zypern, ja. Kannst du selber sagen? Ich habe davon gar keine Ahnung. Ich kann nicht mal sagen, ob sie original ist. Dann musst du deinen Mund halten. Wenn du keine Ahnung hast. Wirklich, was ist so, ich meine? Du weißt schon, dass Ben hier auch so ein bisschen der Chef ist. Wie war das? Bisschen hart oder ich weiß es nicht. Das war einfach unhöflich von mir, meiner Seite. Es war alles cool. Aber wir kannten uns noch nicht und du weißt noch nicht, wusstest noch nicht, wer ich bin. Nein. Und war auf jeden Fall eine witzige Aktion. Ja. Mein erster Wohnort war in Titis in Neustadt, in der Schwarzwald da und so halt. Und ich wohne auch in der Schwarzwald, auch in Offenburg und der Umgebung und so halt. Und ich und Dennis sind wir mit dem Namen auch gekommen und so halt. Okay. Ja. Das heißt, es hat damit zusammengehängt, wo du aufgewachsen bist? Nein, ich bin nicht hier aufgewachsen, aber fast 9 Jahre hier in der Schwarzwald und so halt. Ja? Aber ursprünglich kommst du aus Afrika? Ja, aus Afrika, Gambia, Westafrika. Okay. Ja. Und vor 5 Jahren bist du nach Deutschland gekommen? Nein, jetzt bin ich 9 Jahre jetzt hier. 9 Jahre? Ja, 9 Jahre. Okay, aber 5 Jahre Schwarzwald? Ja, habe ich da gelebt, ja. Okay. Und wie kam die Entscheidung damals, hierher zu kommen? Ich bin in einem Ghetto geboren in Gambia. Sehr harter Ghetto und so halt. Durch dass ich ran, ich will nichts in die Kriminalität Seite gehen, dann habe ich Sport entschieden. Und ich war super starker Junge. Erster Mal in meinem Leben, dass ich ins Gym gegangen bin, habe ich fast 180 gebeugt. 180? Das war mein erster Mal ins Gym. Und die Gymbesitzer haben gesagt, ey, du hast ein großes Talent und so halt. Du sollst hier so oft kommen. Dann habe ich angefangen zu kommen. Und das hat mein Leben gerettet, dass ich nicht in die Kriminalität der Seite gehen muss. Weil ich immer müde. Nach dem Training gehe ich schlafen und so. Dann hat man keine Zeit, nach irgendwas zu machen und so halt. Dann bin ich da. Und irgendwann war so eine Deutschland muss ein paar Athleten von Gambia nehmen und denen bilden, dass wir Weightlifting machen und so halt, Gewichtheber. Dann bin ich hier 2014 gelandet, dann will ich nicht mehr hingehen. Bin ich extra geblieben, habe ich Asyl beantragt. Wow, was eine Story. Ja. Erzähl mir mal bitte, ich glaube, das wird super viele interessieren. Erzähl mir mal bitte, wie ist es, wenn man jetzt Deutschland kennt, aber auch Afrika, wie ist es dort aufzuwachsen im Verhältnis zu hier? Weil Deutschland, wir sind so eine klassische Meckerkultur. Uns geht es eigentlich gut, aber wir meckern immer. Erzähl mal, wie es dort ist. Ja, deswegen, ich sag mal, ich bin sehr dankbar, in Deutschland zu sein und sehr dankbar, jemand als Dennis zu haben in meiner Seite und so halt. Weil ich bin in sehr Armut geboren und gewachsen und so. Also man kämpft für alles. Ich trainiere jeden Tag 3-mal am Tag. Und manchmal habe ich nur eine Mahlzeit am Tag und es gibt Tage, wo ich keine Mahlzeit habe und so. Oder? Aber trotzdem gehe ich ins Gym jeden Tag und so. Wow. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen?
du trainierst dann dort, wir sitzen jetzt gerade in einem coolen Studio in Deutschland. Ja, ja. Wie sieht das Studio dort aus? Ja, das Studio ist so, wir gehen in dem Schrottplatz, wo alte Autos ist weggeschmissen, nehmen wir die Wille vom Autos und Autoreifen und so halt und machen wir Konkret und so halt. Und manchmal gehen wir nach und Sachen klauen, dass wir die Geräte haben können und so halt. Alles ist handmade, alles. Alles ist, wir haben alles selber gemacht. Eine Stange, schweißen da was dran, ja, ja. Nehmen Bremsscheiben als Gewichte oder irgendwelche kaputten Autobatterien und bauen sich dadurch dann die Geräte. Ja. Wahnsinn. Ja, das haben wir. Aber ich habe den Sport sehr, sehr geliebt und so. War keine Off-Day, jeden Tag dreimal. Wusstet ihr überhaupt, wie viel Gewicht ihr da gerade bewegt? Ja, oder wusstet ihr nur was Schwere von den? Ja, ungefähr. Das war einfach krass. Wenn ich nach Deutschland hier gekommen, 200 Kilo war sehr, sehr leicht für mich. Ich ballerte das 20 Wiederholungen oder sowas. Okay, waren halt irgendwie dort 24 Schrottreifen. Ja, ja, und sag, das war, ja, 100 das, aber jetzt weiß ich, das ist so viel. Und so halt. Es gibt Leute, die wiegen 60 Kilo, die ballern mit 50 Kilo Kurzhandel, Schultern, so wie, weil man trainiert jeden Tag, man hat das nur als, ja. Okay, und dann kamst du hierher. Ja. Dann warst du wenn ich es richtig verstanden habe, 3 Jahre im Asyl. Ja, 3 Jahre in Asylheim, in Asylheim gewohnt sogar. Und wie war die Zeit? Ja, ich war so ein bisschen, erstmal Kulturschock und so halt da. Ich bin erstmal in der Camp gelandet in Karlsruhe, was hunderte Leute da sind. Und mein erstes Zimmer war, wir wohnen in einem Zimmer fast 15 Leute. Und dann von da haben die mich in Freiburg, die diese Neustadt gebracht. Und mein erstes Zimmer war, wir waren zu dritt in einem Zimmer. Da habe ich auch fast ein halbes Jahr gewohnt. Und dann, ich war sehr anständig, weil ich war immer draußen. Ich wollte die Leute kennenlernen und so. Ich will mich hier anpassen, ich will mich integrieren und so. Und das hat mir geholfen, bin ich in der Deutschkurs besucht und so. Ich habe deutsche Leute kennengelernt und so. Dann haben die gesehen, ja, er macht keine Kriminalität oder so. Haben die mir in ein besseres Asylheim gebracht, wo ich ein Zimmer habe, wir waren so weit und so halt. Und von da an fang langsam an. Alles, was ich hier habe, meine erste Arbeit, habe ich Leute ins Gym kennengelernt. Die haben mir Arbeit besorgt. Alles, was ich will damals, ich kenne immer Leute vom Gym. Ich treffe, hey, aber weil ich beug, Leute kommen zu mir, die, hey, du bist so stark, sowas haben wir noch nie hier gesehen. Woher kommst du? Ich sage, hey, ich komme aus Gambia, ich bin neu hier und so. Was machst du? Ich sage, nein, ich mache nichts, ich habe keine Arbeit. Und sage, gib mir deine Nummer. Die rufen mir einfach Montag und sagen, hey, meine Mutter hat was für dich. Denn sowas hat. Boah, wenn ich das weiß, der berührt mich noch viel mehr, dass wir heute auch Arbeitgeber für dich sind. Ja. Und dir was Gutes tun können. Das ist eine Mega-Story. Mega, ja. Wie ist eure Konstellation? Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war im Gym. Ich saß auf der Bank und dann sehe ich ihn, hat ihn noch nie gesehen, sehe diesen Typen an mir vorbeilaufen und hinter mir waren die Squat Racks. Und dann habe ich gesagt, okay, der beugt jetzt wahrscheinlich. Und ich trainiere da, dann drehe ich mich irgendwann um und sehe nur auf dem Squat Rack so 220, 240 Kilo geladen. Und dieser, da hatte er noch 85 Kilo, diesen relativ schmächtigen Typen. Dachte ich, oh mein Gott. So, weiß ja nicht, was da jetzt kommt. Ich dachte nicht, dass der sich jetzt irgendwas bricht. Und dann geht er da, keine Spotter, ist da unter die Stange und hat das Ding 10-mal weggeballert. Und dann ist mein Kinn erstmal noch nach unten gefallen. Und das war zur Hochzeit von Strength Wars, wo ich und Tetzel moderiert haben. Ja. Und wir waren auf der Suche nach neuen Athleten. Und dann habe ich gesagt, ey, wer bist denn du? Was machst du hier? Dann haben wir gequatscht. Ich habe gesagt, ja, ich bin aus Gambia, bin dort Champion in Gambia, bin in Deutschland hier mit Weightlifting, Austauschprogramm hergekommen und hatte auch schon in Freiburg, glaube ich, ein Powerlifting-Meet gemacht. Ja. Und dann habe ich ihm von Strength Wars erzählt und er war sofort dabei und hat dann bei Strength Wars ja auch wirklich, wirklich krasse Leistungen gebracht. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Also im Gym, aber in welcher Stadt? Offenburg. Das ist zwischen Freiburg und Karlsruhe. Okay, da kommst du ursprünglich genau. her. Also ein kompletter Zufall. Zufall, ja. Wahnsinn. Ja. Und du hast vorhin gesagt, du hast dreimal am Tag trainiert. Ja, dreimal am Tag in Gambia. Hast du aber nur manchmal eine richtige Mahlzeit? Ja, manchmal sogar. Ich habe die Seite, wo ich habe in meinem Leben, dass meine Mutter sagt, hey,
das konnte nichts weitergehen, weil wir sind fast 20 Kinder oder so zu Hause da und die Kinder muss essen. Und ich habe immer Hunger, weil ich habe so viel trainiert. Meine Mutter sagt, ey, du musst jetzt gucken, wie du das machst. Und dann, da war ein Monat, wo ich, das war so Peanut, Groundnut. Das habe ich immer ernährt, ja. Peanut, ja, habe ich das ernährt. Einen Monat lang, das war die harte, das war, aber das nur, hat nicht so, nur Peanut, ja. Nur Peanut, ja, und die, so die Groundnut, not the one, die Nüsse, yeah. Nur Nüsse und viel Wasser trinken, weil wenn man viel Nüsse isst, man trinkt so viel Wasser und so. Dann habt ihr euch im Gym getroffen, ja. Du hast gemerkt, der ist ein Typ, der ist total stark. Wie ging die Story weiter? Habt ihr euch dann zum Training öfters verabredet? Oder? Dann haben wir öfters trainiert und dann hatte er sein erstes Strength Wars Match damals gegen Karl S. Gegen ja. Karl S. Und da hattest du, das war ja auch so der krasse Kontrast, weil du dann so diesen YouTuber hattest, der zur Zeit in Deutschland so wahrscheinlich der bekannteste Fitness-YouTuber war. Das war 2000? Was war das, 2015 oder 16? 16 sowas? Ja. Gegen diesen unbekannten Flüchtling, der gar nichts hat. Aber das ist ja das Schöne am Sport, egal welchen Sportart, so, das ist so Ground-Level-Field. So, also wenn du 20 Kilo hebst, 20 Kilo sind 20 Kilo, egal ob du Millionär oder Asylbewerber bist. Und das war ein dramatisches und sehr, sehr spannendes Match. Also alle, die das nie gesehen haben, das ist noch online auf YouTube, das würden wir mal anschauen. Jetzt gibt es ja mittlerweile einen eigenen YouTube-Kanal. Korrekt. Ja. Schwarzwald schon. Ja, ja. Wie ist der entstanden? Lange Geschichte, aber ich war ja bei Vayu mit bei der Gründung, sag ich mal, mit dabei, habe das Marketing anfangs gemacht und dann sind ja Vayu und Ethan fusioniert und dann kam diese Idee, weil ich ja früher, mache ja Calisthenics und habe ja früher, ich war ja einer der ersten, der Calisthenics in Deutschland irgendwie so auf Social Media präsentiert hat, hatte da auch ein riesiges Projekt, wir haben Wettkämpfe gemacht, wir haben Outdoor-Calisthenics-Anlagen gebaut und war viel vor der Kamera. Dann habe ich viel hinter der Kamera gemacht und dann war die Idee, komm, wir machen mal wieder so ein Bodyweight-Projekt auf Deutsch, weil damals habe ich halt auf Englisch gemacht. Und so war ich wieder vor der Kamera und dann kam die Idee, ey, wie wäre es, wenn wir so eine Crew machen, so eine Fitness-Boyband. Und so kam die Idee mit dem B-Team. Und es war klar, dass Leon mit dabei ist. Da war Psycho Phil noch in den Startlöchern, also den kannte man noch nicht, aber wir wussten, okay, der kommt mit rein. Und dann war die Frage, wen noch? Und ich dachte, ey, wie wär's mit John? Weil das wäre ja, also würde ja passen, weil er natürlich sowohl die sportliche Leistung hat, als auch so das Charisma bringt. Und so kam dann der Stein ins Rollen und der YouTube-Kanal wurde gestartet und so sind wir hier. Bei dir finde ich ja ganz interessant, ich weiß nicht, du hast hinter der Kamera Videos geschnitten und warst aktiv und dann gab es aber auch mal einen Switch, dann hast du gesagt, hey, ich bin auch super trainiert, ich habe dich dann gesehen, wie du aussiehst und dachte, so sehen unsere Cutter aus, ach du Scheiße. Und jetzt bist du ja primär vor der Kamera. Genau. Wie kam das? Naja, also wie gesagt, ich hatte vorher schon, war ich ja viel vor der Kamera, dann habe ich viele Sachen behind the scenes gemacht. Und habe aber trotzdem weiter, also für mich und für John auch, das ist ja das Coole. Also so wie wir trainieren, und das ist was wir machen, ob Kamera, ob nicht Kamera, das war schon immer so. Wir würden auch, wenn es jetzt kein Instagram mehr gäbe, genauso weitermachen. Genauso sein und genauso trainieren. Deswegen war für mich, gab es überhaupt keinen Unterschied. Das war nur, okay, wir drehen die Kamera jetzt einfach rum und ich mache, was ich sonst auch mache. Ja, du bist einer der wenigen, würde ich sagen, der Social Media mäßig gerade mit Körpergewicht trainiert in Deutschland. Und schon sehr erfolgreich. Es gibt viele Leute, die mitmachen. Du machst Eisbaden, sehe ich. Wie kam deine Trainingsphilosophie? Puh, also ich habe angefangen zu trainieren, da war ich 9 oder 10. Da habe ich Rocky im Fernsehen gesehen, fand ich cool und dachte so, ich will auch so aussehen. Bin in den Keller gegangen und habe angefangen, Liegestütze zu machen. Ja. Und da
ich durfte mich erst mit 15 im Fitness anmelden. Das heißt, so von 19 bis 15 habe ich einfach im Keller trainiert und habe jeden Tag Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen und Sit-Ups gemacht. Ja. Und da war so ein Spiegel und ich dachte, ich trainiere jetzt so lange, bis ich Bauchmuskeln habe. Und der Tag, da war ich so 12 oder 13, wo ich das erste Mal die Bauchmuskeln gesehen habe, das war so. Und dadurch, dass ich schon von Anfang an einfach im Körpergewicht trainiert habe und mich auch schon sehr früh mit Training auseinandergesetzt habe, ich habe so zwischen 10 und 15 jedes Trainingsbuch, was ich in die Hand bekommen habe, durchgelesen. Das heißt, als ich dann im Fitnessstudio mich angemeldet habe, hatte ich schon relativ guten Durchblick, habe mich auf Grundübungen fokussiert, habe Kniebeugen, Kreuzheben, Rudern, Bankdrücken gemacht und viel Bodyweight. Immer Liegestütze, Dips, Klimmzüge, alles mit dabei. Und dann war ich nach dem Abitur in New York, weil ich hatte während dem, weil ich mich einfach für Training interessiert habe, habe ich mich alle Videos angeschaut, Bücher gelesen und habe auch diese Calisthenics-Jungs aus New York gesehen. Hannibal for King zum Beispiel war einer von denen, die damals auf YouTube so ganz bekannt waren. Also ich hatte das gesehen, aber ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die so krass aussehen und so mit Körpergewicht trainieren. Und als ich dann in New York war, habe ich in Harlem auf der 125. Straße an so einer Kreuzung an der Ampel so einen Typen gesehen. Der stand an der Ampel mittags und in New York sind die Ampeln so, dass du hast den Pfosten und dann sind in zwei Richtungen die Ampeln ausgelegt. Das heißt, du hast wie so einen V-Griff, weil sowohl in die eine Richtung als die andere Richtung dann die Ampel herausragt und da kann man halt Klimmzüge machen. Und er hat an diesem V-Griff an der Ampel Klimmzüge gemacht und mit einem Gummiband Trizeps-Extensions. Und dann habe ich den angesprochen und habe gesagt, der sah so krass aus. Ich dachte, wie, du trainierst an der Ampel und siehst so aus? Und so, ja, in New York, ja, Bodyweight, Calisthenics, bla bla. Dann dachte ich, ach so, das, was ich da gesehen habe, das ist echt. Das ist nicht gestellt. Ich dachte so, wer weiß, kann sein, dass er auf Stoff ist und macht nur so, als ob der Ampel. Und so kam dann das Interesse ins Rollen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich im Fitnessstudio trainiere, dass ich stark bin. Und die trainieren am Spielplatz und sehen krasser aus als ich und können auch so coole Sachen, die ich nicht kann. Und so kam das dann, dass ich viel mehr Fokus auf Körpergewichtstraining gelegt habe. Und so hat sich das alles entwickelt. Und ich würde mal sagen, so, ich habe so einen Hybridansatz, wo ich sage, wenn du jetzt kein Wettkampf-Bodybuilding machst, dann natürlich willst du gut aussehen, willst du Muskulatur haben, aber so Sachen wie ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Kraft, Ausdauer, Herz-Kreislauf-System, dass das alles ein bisschen fit ist und dass du zwar gut aussiehst, aber auch leistungsfähig bist. So eine Mischung aus Zusatzgewicht trainieren, mit Körpergewicht trainieren, ein bisschen was mit Mobility, cool. So. Das ist so mein Ansatz. Ein Schicksalsschlag, der für dich sehr schmerzhaft war. Ja. Was war das? Ja, das war September 16. Leon wollte einen neuen Rekord machen. Und beim Kreuzheben? Ja, beim Kreuzheben. Das Video habe ich... Nein, bei Kniebeugen. Ja. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, ja. Und ich habe ein Meniskus-Problem seit in Gambia, weil wir in trainiert und so, da ist Boden und der Boden ist nicht flach und so, dann hat man immer irgendwie... Und ich bin so jemand, ich trainiere nicht immer. Ich komme ins Gym und sage, Dennis, heute habe ich Bock, 50 Sets, 100 Wiederholungen zu machen und so. Und so 1000 Wiederholungen, 2000 Wiederholungen, so war meine Trainingsphilosophie und so halt. Weil ich hatte gedacht damals, je mehr du machst, je mehr man was baut und so halt. Und ich war ein bisschen verletzt und dann bin ich trotzdem mit Leon da gegangen. Und das war die Smith Machine. Ich kenne mich mit dem Smith Machine aus nichts. Ich kenne mich sogar nichts mit Maschine und so. Immer Free Weights und so halt. Und erst einmal in die Smith Machine und dann, das war 270. Ja. Und ich wollte richtig stehen, bevor ich richtig gestanden bin. Ein paar Sekunden, bumm, ich bin gerutscht und beide Knie geknallt und so. Also. Und meine linke Kniescheibe ist raus. Und der Rest ist irgendwas auch. Ja, bis der Meniskus ganz komplett durch war und so. Das war die schlimmste Sache, was passiert in meinem Leben. Und dann, wie lange war dann Pause? Boah, ich war erstmal im Rollstuhl, wie viele Wochen? 4 Wochen oder so, ich weiß nicht mehr. Also, ich erzähl mal was. Ich war nicht, das war das erste Video seit langem, wo ich nicht mit dabei war. Ja. Also, er fährt da nach, wo war's, Leonberg oder so. Ja, ja, ja. Und Leonidas ist da. Und dann kriege ich den Anruf, boah, John hat sich verletzt. Und ich so, oh. Und dann habe ich ihn abgeholt. Und also ich wusste, er hat sich wehgetan, aber ich wusste nicht was. Und als ich gesehen habe, dachte ich, boah. Also, ich habe mir das Schlimmste ausgemalt, weil er konnte nicht mal nicht laufen. Er konnte nicht, jede Bewegung hat wehgetan.
Und ich dachte mir nur so, weil da kam der Sanitäter, seine Kniescheibe war rausgesprungen, Sanitäter haben die Kniescheibe wieder reingemacht. Ja. Im Krankenhaus haben sie dann geröntgt, gesagt, ja, ist nichts gebrochen, tschüss. Aber der konnte nicht mal mit Krücken laufen, der konnte gar nicht. Und dann dachte ich mir so, boah, wer weiß, keine Ahnung, wer weiß, was da jetzt los ist. Ich bin dann mit ihm zurück nach Offenburg gefahren und direkt nochmal ins Krankenhaus, weil ich dachte, wie soll der jetzt alleine, der konnte gar nichts alleine. Und meine Sorge war, dadurch, dass er natürlich immer diese Hardcore-Mentalität hatte und jetzt nicht unbedingt auf Gesundheit und Mobility geachtet hat, war natürlich alles ein bisschen vorgeschädigt. Dachte ich, so, jetzt hat es halt geknallt und jetzt ist wahrscheinlich alles abgerissen. Dann war er bestimmt 6 Wochen, also dass er komplett unselbstständig war. Dann gab es war auch lange, bis MRT dann mal terminfrei war. Und im MRT-Termin hieß es dann, es ist nichts abgerissen. Konnte ich eigentlich nicht glauben, aber gut, wenn der MRT das ergibt. Und dann ging es mit Physio und Reha und dann ging es besser, besser, besser. Dann konnte er schon vorsichtig laufen. Dann haben sie aber im zweiten MRT so Knorpelstücke im Knie entdeckt und gesagt, okay, wir machen doch lieber auf und säubern das, weil das könnte dann in der Zukunft Probleme bringen. Und als sie dann das Knie aufgemacht haben, das linke, nur das linke, haben sie gesehen, oh, das sind doch keine Knorpelstücke. Das, was wie Knorpelstücke aussah, war der komplett abgerissene Meniskus, der da jetzt so rumgeflattert ist. Und dann haben sie den Meniskus jetzt wieder repariert. Und jetzt, ich sag mal so, seit was? So vier, wir tun da immer beide Knie, wenn ihr das erzählt. Ja. Ja. Ich sag immer, mit. Seit 4 Wochen kann er jetzt laufen, kann wieder Beine trainieren. Bisschen, und dass er überhaupt jetzt wieder in, ich sag mal, relativ kurzer Zeit für so eine krasse Verletzung wieder belastbar ist, das ist schon unglaublich. Ja. Ist einfach krass, die Muskel hier, das ist alles weg hier. Und das muss wieder kommen, dass die Knie wieder, weißt du. Aber du hast vom Physio grünes Licht, also du darfst belasten. Ja, ich darf belasten. Aber nichts übertrieben. Nur ein bisschen, dass die Muskel wieder... Ich kann das machen, aber im Kopf wie... Ist zu. Also die Kraft ist da, aber du hast Angst. Ja, und das blockiert dich. Jetzt guck mal, ich kann, crazy. Aber irgendwie, ich weiß nicht. So I have to support it always, weißt du? Schon, mach mir einen Gefallen. Bisschen leichter trainieren. Ja, ich trainiere nicht leicht. Ich hab was gelernt, wirklich. Ich hab was gelernt und so halt. Aber jetzt das Problem ist mental und so halt. Ich bin wieder gesund, aber mental, ich denke, alles ist mit mental. Ich muss mit mental kämpfen und so halt. Das war schlimm. Wirklich. Kann ich mir vorstellen. Gute Besserung, Mann. Und danke, Mann. Ich hoffe, das wird alles wieder. Danke. Also ich glaube, ganz viele haben irgendwann aus Verletzungen mentale Probleme. Ja, ich weiß. Dass sie nicht mehr trauen, sich voll reinzugehen. Ja, hört man in jeder Sportart immer wieder. Ja, egal, Skifahren, Tennis oder auch hier jetzt. Okay, jetzt kannst du wieder laufen. Ja, ich du kann laufen. Kannst wieder trainieren. Ja, ich kann wieder trainieren. Aber manchmal kriege ich so ein bisschen Panikattacke. Ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll und so halt. Ich laufe einfach und kriege so ein bisschen Schock, dass ich habe Angst, dass ich wieder fällt. Ja. Weil nach dem Unfall, ich war im Krankenhaus, haben die mich rausgelassen. Dann bin ich nochmal runtergefallen mit beiden Knie wieder. Und das ist immer noch in meinem Kopf. Ich habe immer Angst, dass ich laufe und wieder rutsch oder irgendwas und so halt. Okay. Ja, deswegen ist ein bisschen, ich denke, mental ist ein Problem, aber bis jetzt läuft gut. Ich habe keine Schmerzen mehr in die linke Knie und so halt. Ja. Und der Rest der Knie manchmal macht ein bisschen Problem oder so. Ja. Aber ich denke. Ich glaube, was bei ihm spezifisch so gut ankommt bei den Leuten, ist diese positive Einstellung. Weil, also von in Gambia nichts zu essen, nach Deutschland gekommen, hier im Asylheim. Also das ist nicht leicht. Also du hast ja gesagt, Meckergesellschaft, klar. Hier beschwert man sich über Dinge, die im Großen und Ganzen keine echten Probleme sind. Und sowohl wie er aufgewachsen ist, als jetzt auch so mit der Verletzung, wäre das völlig legitim zu sagen, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Und er ist immer gut drauf, lächelt immer. Und ich glaube, das hilft vielen Leuten, so ihre eigenen Probleme und Schwierigkeiten und Struggle so zu relativieren. Mhm. Und einfach mit einer positiven Einstellung durchs Leben zu gehen. Und er ist natürlich auch ein großer Döner-Fan. Ich glaube, das kommt bei Leuten auch gut an. Diese Leidenschaft teilen viele. Das wollte ich gerade fragen. Jetzt habe ich es gesehen. Läuft ja gut bei euch. Jetzt hast du mal einfach in dem deutschen Umfeld das erste Mal Geld verdient. Was ja für Afrika-Verhältnisse unfassbar viel Geld ist. Ja, und das Erste, was er gemacht hat, ist im Waisenheim in Afrika Reis und Öl und Betten zu kaufen. Wow. Wahnsinn. Ja. Hammer.
Das ist krass. Das ist gut, weil es ist so, ja, ich bin in ESN gekommen und das war so für mich, das ist so the German Dream halt. Ja? Ja. Ich bin hier gekommen als Flüssinger mit null, mit einer Hose, einer Unterhose und bin ich jetzt in die größte Protein Supplement in ganz Europa, muss ich sagen. Es ist so, als nach Flüssingen, nur das zu schaffen, das heißt in Deutschland, wenn man anständig und man was glaubt und dran arbeitet und hat, man kann erreichen, was man will. Mhm. Und das ist einfach so Motivation für alle Leute, die draußen sind, auch die hier geflüstert sind und so halt. Die müssen einfach positiv bleiben, anständig und anpassen einfach. Ja. Wie kommt die Liebe für Döner? Ja, mit Kochen und so. Ich kenne mich nicht mit Ernährung und so, halt, weil wo ich herkomme, ist es Peanut Butter. Ja, man isst, was man hat und so. Halt, und ja, einfach in die Döner ist so eine Sache, wo man kriegt man das schnell und so. Halt, und damals war nicht teuer, war 3,50 € und so. Halt. Und jetzt ist teuer? Jetzt ist teuer, ja. Jetzt macht ein bisschen weh mit dem Tasche und so. Jetzt ist ein bisschen teuer. Ja. Aber ich kriege umsonst die meisten in meiner Umgebung da. Okay, hast du eine Stempelkarte? Ich kriege umsonst, das mache ich richtig, ja. Okay. Gibt es irgendetwas, was du dir gegönnt hast, weil du zum ersten Mal gut Geld verdient hast? Also Definition ist immer, was gut Geld ist, aber gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt mein erster Lohn, da hole ich mir jetzt abseits vom Döner irgendwas Spezifisches? Für mich ist einfach so, ich will immer humble sein, ich will Geld oder Fame nichts ändern. Ich bin, wie ich bin in der Kamera. Ich bin so jemand, ich bin immer guter Laune, weil ich setze das Leben und so. Ja. Für mich Leben ist sehr schön, ist sehr, sehr, sehr schön. Ja. Einfach aufzustanden mit Gesundheit und mit, dass man alles selber machen kann mit der Handbewegung und man muss nichts rennen von Kriminalität oder von irgendwas, ist einfach ja. So. Die erste Sache, was ich gegönnt habe, ist, dass einfach mein Geld in Afrika sick und 380 Kindern Unterschutz. Hammer. Ja. Und die Kinder Reis, Öl und so halt und ein paar anderen Kinder auch in die Schule gesickt. Ich rufe ein paar Eltern, ich kenne den von den Nachbarn, ich sage, ey, deine Kleine geht in die erste Klasse, yeah, ich zahle die ganze Jahr. Weil die ganze Jahr für ein Kind in die Schule zu gehen, ganze Jahr ist weniger als 20 €. Dann kann man, weißt du, ist so. Kann man viel Sache, bewegen. Ja, 20 € kann man viel machen da. Ja. Denn das ist die erste Sache, was ich gegönnt habe. Hammer. Ja. Richtig tolle Story. Was ist euer Plan für die Zukunft? Das ist eine bewegende Geschichte. Soll Schwarzwald schon immer größer werden, der YouTube-Kanal? Soll es eine Inspiration sein, dass man, wenn man genügend Gas gibt und dranbleibt, dass man es schaffen kann, egal wo man herkommt? Ja, ja. Was ist eure Mission? Das auf jeden Fall. Also natürlich die Projekte, die wir jetzt machen, weiter wachsen zu lassen. Ihn erstmal wieder gesund werden lassen. Und ich glaube, speziell bei John hat man auch so diese einzigartige Konstellation, dass jemand, der halt aus einem ganz anderen Land kommt, aus einer ganz anderen Kultur und einer ganz anderen Mentalität, auch repräsentativ in Deutschland für viele ist, die auch aus anderen Ländern kommen, aber halt von woanders kommen und sich erstmal in Deutschland zurechtfinden müssen. Und ich glaube auch, das merkt man auch an den Kommentaren, viele Deutsche verlieren viel so Vorurteile, weil man zum ersten Mal so hinter die Kulissen, du siehst, ja, okay, dieser Ausländer, dieser von woanders, wie ist denn der, wie tickt der, was macht der so im Alltag? Und man merkt auch vom Feedback, dass Leute da wirklich ihre Einstellung, ihre Meinung verändern. Und ich glaube, das ist halt unabhängig von Geld verdienen und gut aussehen und trainieren, das ist halt wirklich so was Bewegendes, dass man wirklich Leuten eine andere Perspektive geben kann und auch vielen jungen Leuten, die sowohl sportlich was erreichen wollen, als auch vielleicht eine schwierige Lebenssituation haben, weil die vielleicht von woanders herkommen und sich nirgendwo Teil des Ganzen fühlen, merken, ey, das geht. Mhm. Das ist möglich. Ja. Gibt es auch mal Leute, die negativ zu dir sind, die irgendwie dich beleidigen oder kriegt man nur Positives? Ja, gibt, aber ich habe gelernt, mit dem Negativen das zu wandeln in eine positive Art. Ja, ich habe das, Rassismus ist ja, was, weil ja. Sogar meine Nachbar, ja, missgeschrieben, missbedroht und so. Der Nachbar hat dich bedroht? Ja, mit deiner Hautfarbe? Ja,
Das gerade, also die Geschichten, die, wenn du da keinen Bezug hast, würdest du das nicht glauben. Dann kann nicht sein, dass das einfach auf der Straße ein Bauarbeiter vorbeifährt, anhält, vor zwei Wochen, aufmacht und dich beleidigt und dann weiterfährt. Das könnte man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht miterleben würde. Unglaublich. Wahnsinn. Anfangen war ein bisschen so, weil wo ich herkomme, ein bisschen man diese Ehre-Sache und so halt. Aber seit ich Dennis kennengelernt, mein Leben ist mehr Güttel, ich lache einfach und lasse und so. Weil wenn ich jemanden schläge, was bringt mir das am Ende? Einfach Strafe und das heißt ein bisschen aggressiver und so halt. Aber seit ich Dennis kenne, Dennis hat mein Leben, ehrlich zu sagen, weil er ist hier geboren, andere Mentalität, andere Kultur. Ich bin auch woanders gekommen mit Gewalt und so halt und er hat mich so... Und mit dem B-Team auch zu treffen, wir sehen, wie groß wie Leon ist und wie er, weißt du, ich meine, wie er so calm, so locker, wie er umgeht auch mit alles und so. Das habe ich so viel von denen auch gelernt. Hammer, wie das, zwei große Brüder. Ja. Er ist mehr wie Bruder. Ich sage, mein Leben ohne Dennis wäre Chaos. Wirklich, er passt auf mich auf, es ist einfach... Durch Dennis, ich hab an Menschheit geglaubt. Wirklich, es ist einfach krass. Ich bin sehr dankbar, dass ich jemanden wie Dennis kennt und so halt. Hammer, Dennis, dass du das für ihn gemacht hast. Ja. John ist so ein herzensguter Mensch, das kann man eigentlich gar nicht anders machen. Wirklich. Es war sehr interessant, heute mal Einblicke zu bekommen. Ja. Ich weiß, dass du noch Salsa-Tänzer bist. Korrekt. Wir könnten noch lang rüber reden. Als du gestern gesagt hast, auch bei der Crank Night um 22 Uhr ist Mood Switch, dachte ich, oh, vielleicht kommt ein bisschen Latino-Musik. Ja. Aber nein. Machen wir bei der zweiten dann. Und ich würde sagen, danke fürs mega Interview. Ja. Es war super spannend. Und können wir auf jeden Fall ein paar zweimal machen. Und falls ihr John supporten möchtet, dann könnt ihr Code John eingeben oder auch Code Dennis. Beide funktionieren natürlich im ESN-Shop. Danke euch.